Herr Klubobmann, selbstverständlich, und deshalb habe ich mich ja auch vorher zu Wort gemeldet, habe ich auch gehört, dass die Akustik sich weiter verschlechtert hat. Wir werden leider das Problem nicht ganz lösen können, weil die Anlage eben eine Ersatzanlage ist. Aber wir haben, Herr Klubobmann, wir haben, die Parlamentsdirektion hat die Technik ersucht, zu versuchen, mit einer Nachsteuerung das auch zu verbessern. Aber ich komme diesem Vorschlag gerne nach und unterbreche kurz die Sitzung auf 7 Minuten bis 10.30 Uhr und wir versuchen, die technischen Probleme zu lösen. Die Sitzung ist bis 10.30 Uhr unterbrochen. Ja, die Sitzung wurde also nun von der Nationalratspräsidentin Doris Buris unterbrochen. Da ist ein Problem mit der Tonanlage hier im Parlament gibt. Das Haus ist ja bereits schon etwas in die Jahre gekommen und soll ja auch ab nächstem Jahr dann saniert werden. Dass dies dringend nötig ist, zeigt sich zum Beispiel auch an diesen technischen Mängeln, wie sie heute aufgetreten sind. Der Grund für die Sitzungsunterbrechung ist nun eine abermalige Beschwerde vom Klubobmann des Teams Dronach, Robert Luger, über die Tonqualität im Plenarsaal. Man könne den Reden nicht vernünftig folgen, da dies rein akustisch nicht möglich sei. Zudem, wenn es lauter im Plenarsaal wird, sei dies nicht mehr möglich, so der Klubobmann des Teams Dronach. Daraufhin hat nun Doris Buris, die erste Nationalratspräsidentin, wie gesagt, die Sitzung unterbrochen und an einer Verbesserung der Akustik hier im Haus wird nun fieberhaft gearbeitet. Derzeit wird der Saal nur mit einer Ersatztonanlage, die heute Morgen hastig installiert wurde, bespielt. Da, wie gesagt, die Hausanlage komplett ausgefallen ist. Dazu wurden auf der Seite des Präsidiums die Boxen, die Sie vielleicht sehen können, wenn die Regie diese schneidet, aufgebaut, um den Saal jetzt mit dieser Ersatzanlage vernünftig beschallen zu können, sodass die Abgeordneten der Sitzung und den Sitzungsinhalten, sprich den Reden der Abgeordneten, weiter folgen können. Hier sehen Sie die bereits aufgebauten Ersatzboxen der Ersatztonanlage. Wie gesagt, die eigentliche Tonanlage des Nationalrats ist heute Morgen kurz vor Sitzungsbeginn endgültig ausgefallen und man muss sich nun mit dieser Ersatzlösung kurzfristig behelfen. Da diese Ersatzlösung allerdings noch nicht ausreichend funktioniert, wie vom Klubobmann des Teams Dronach Robert Luger bemängelt, ist die Sitzung nun unterbrochen worden und an einer weiteren Verbesserung der Akustik wird nun gearbeitet. Begonnen hat die Sitzung heute Morgen ja mit einer Fragestunde mit Familienministerin Sophie Karmasin von der ÖVP. Und nun sind wir eigentlich schon in die reguläre Tagesordnung eingegangen. Hier sind wir gekommen zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 6, welche eine Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und Berufsreifeprüfungsgesetzes sowie des Ärztegesetzes behandelt werden. Im Wesentlichen geht es hier um die Neuordnung der Ausbildung für Pflegeberufe. Diese wird künftig dreigeteilt in 3 Berufsgruppen, die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz und den gehobenen Dienst.
Ja, mit der Pflegeassistenz soll die bisherige Pflegehilfe aufgewertet werden. Eine einjährige Ausbildung ist dafür vorgesehen. Die Pflegefachassistenz darf der Novelle nach ihr übertragene pflegerische und ärztliche Tätigkeiten auch eigenverantwortlich durchführen. Soweit also die Unterscheidung zwischen Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz. Die Ausbildungsdauer für die Pflegefachassistenz, wie gesagt, diese Pflegefachassistenz darf ärztliche Tätigkeiten auch eigenverantwortlich durchführen. Die Ausbildungsdauer für die Pflegefachassistenz beträgt 2 Jahre, wobei mindestens ein Drittel davon auf die Praxis entfallen sollte. Der gehobene Dienst wiederum im Bereich der Pflege übernimmt die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen Versorgungsformen und Stufen. Eine akademische Ausbildung soll dafür in Zukunft Voraussetzung sein. Ja, und dazu hatten wir bereits eine Rednerin, das war die stellvertretende Clubobfrau der Freiheitlichen und sie ist gleichzeitig Gesundheitssprecherin Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ, die bemängelt hat, dass durch diese einerseits Verkürzung der Ausbildung, nämlich bei den ersten beiden Berufsgruppen der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz, die Qualität dieser beiden Berufe sicher nicht verbessert werde. Und durch die Akademisierung der dritten Berufsgruppe, nämlich des gehobenen Dienstes im Pflegebereich, diese Pflegeberufe so weit verteuert würden, dass Krankenanstalten womöglich in Zukunft auf billigeres und schlechter qualifiziertes Personal zurückgreifen würden, so die Kritik von Dagmar Belakovic-Jenewein zu diesem ersten Tagesordnungspunkt. Wie gesagt, sie war bisher die einzige Rednerin, da die Sitzung nach ihr unterbrochen wurde, da hier im Nationalrat heute Morgen die Tonanlage ausgefallen ist und man nun mit einer Ersatzanlage arbeiten muss, deren akustische Qualität nicht ganz so gut war, doch soeben wurde sie getestet und freigegeben bzw. von den Abgeordneten beklatscht. Das heißt, man kann den Reden nun offensichtlich auch wieder akustisch im gesamten Plenarsaal gut folgen. Und Doris Buris, die Nationalratspräsidentin, hat die Sitzung auch bereits wieder aufgenommen.